So, moin zusammen. Wir haben 2016, können sich vielleicht einige von euch noch erinnern, den Ferrari-Hack gemacht. Heute mal mit einem Lamborghini Huracan 2021er Modell. Aber es soll gar nicht um das Modell gehen, sondern eher darum, dass die Technik bezüglich Rolling Key genauso sicher oder unsicher ist wie damals. Aber der Unterschied zu damals ist, dass sich einfach die Angriffstechnologie nur die Werkzeuge weiterentwickelt haben. Weiterentwickelt heißt in dem Fall, dass es wesentlich einfacher mittlerweile ist. Ich halte mal dieses kleine Schätzchen hier. Ich glaube, Flipper, man kann es lesen, ist nicht allzu schwer. Ja, sieht doch ganz gut aus. Man braucht kein Akku-Package. Ja, ist doch entspannt. Ich mache natürlich jetzt wieder den Test wie damals und gucke jetzt erstmal, dass hier das auch wirklich zu ist. Ich robbe jetzt nicht so dran wie damals in dem Video. Das kommt, glaube ich, hier doof. Und dann testen wir das Flipperchen doch mal aus. So, man hat das Geräusch gehört. Man sieht es jetzt, glaube ich, auch hier am Griff. Ich probiere mal. Ja, damals haben wir gesagt, der ist offen. In dem Fall hier wieder das Gerät. Hat jetzt knapp 60 Sekunden gedauert. Ich denke mal, ist aber für den Wagenwert ganz okay. So, Team ProSec noch im zweiten Video. Wir hatten gerade eben hier den Lamborghini 2021er Baujahr per Flipper geöffnet. Jetzt geht es aber darum, klar ist das vielleicht das coolere Auto. Das hier ist aber auch eine interessante Geschichte, weil dieser Dodge Ram, auch ein 21er Baujahr, hat eine sogenannte Motor-Fernstart-Funktion. Ist natürlich cool, dass es dieses Feature gibt. Das birgt aber auch Risiken. Und wir hatten es ja beim Lamborghini schon mal gesagt. Damals war das ein relativer Aufwand, auch bei dem Ferrari-Hack. Da hatten wir einiges an Aufbauten dabei. Jetzt haben wir einfach so ein kleines, leichtes Teil dabei. Wichtig heute in der direkten Assistenz der Urlauber in der Rolle. Man sieht ihn hier hinten in der Ferne. Bitte mal winken. Jawohl. Und auch wichtig, hier in dem Auto sitzt keiner jetzt drin. Und deshalb würde ich sagen, Herr Urlauber, wenn Sie mal starten würden. Ja, gut, also nochmals, da steht auch keiner daneben oder sowas. Das Auto ist jetzt an und natürlich auch, Herr Urlauber, kann ich auch schon einsteigen? Super, dann steigen wir doch hier mal ein. Das ist sogar für mich vom Rücken her ganz gut machbar. Boah. So, und dann sitze ich jetzt hier drin. Ich muss den Sitz natürlich noch ein bisschen anpassen. Und könnte jetzt losfahren. Das spare ich mir aber jetzt erstmal. Und vielleicht können wir noch mal ganz kurz das Gerät zeigen, mit dem das möglich war. Viele von euch haben es bestimmt schon gesehen. Dieses kleine Tool hier, so ganz gut sichtbar. Quintessenz halt von dem Ganzen. Ja, die Technologie von der Sicherheit oder Unsicherheit her, da hat sich jetzt nicht viel dran geändert, aber es ist halt wesentlich leichter in der Hosentasche mitnehmbar, um dann zum Beispiel auch so ein Auto nicht nur zu öffnen, sondern zu starten. Team ProSec, Tim Emanuel.